Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone und wir wollen mal wieder die in diesem Kartenchaos bzw. Tavern Brawl zocken. Zufall total, eine Zufallsbegegnung am Wegekreuz. In einem Mana-Sturm wählt eine Klasse und erhaltet zufällige Karten, deren Kosten in jedem Zug neu ausgewürfelt werden. Ja, wir nehmen natürlich den Hexenmeister. You know it. Und ja, dieses Kartenchaos haben wir glaube ich jetzt schon das dritte oder vierte Mal, also ist es eigentlich nichts Neues. Ich kann mich aber auch nicht wiederum nicht daran erinnern, was es denn überhaupt genau war. Also, schauen wir mal. Ich glaube, das war irgendein Zufallsding wieder. Oh gut, das ist jetzt, wirkt jetzt, man kriegt halt ein zufälliges Deck bisher, ja. Ned Pagel. Ich versuche mal den Ned Pagel erstmal mitzunehmen. Vielleicht verschafft er uns nochmal ein, zwei Karten. Ach, jetzt weiß ich. Das war das mit diesen Kosten immer. Dass die Kosten immer so im Deck gesenkt werden und so ein Kram. Die Freude ist ganz meinerseits. Das Angeln ist mein. Ja, dann machen wir das doch mal so. Können wir nochmal eine Karte ziehen? Das war's. Das passt doch ganz gut. Das ist wieder so ein Kartenchaos, wo ich den Hexenmeister auch am besten finde. Weil du kannst natürlich mehr Karten ziehen. Dadurch hast du mehr Möglichkeiten, dann Karten zu vergünstigen oder irgendwas auszuspielen als der andere. Ich bleibe erstmal hier hinten. Sauber. Sauber. Zieht ein Wildtier, einen Drachen und einen Molag aus eurem Deck. Die Karte ist natürlich richtig heftig. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Geht's hier lang? Ja, komm, klatschen wir weg. Ich komme aus der Leere. Klatschen wir mal weg. Wäre geil, wenn der Kurator so bleibt, von den Kosten her. Dann haben wir gleich richtig. Dann haben wir gleich ein richtig gutes Standing in diesem Match. Tretet näher und hört zu. Wie ist der Flugplan? Plus, dass er selber heftig ist. Er kann auch gerne noch günstiger werden. Sauber. Und wir ziehen noch eine Karte. Ach, gut, da haben wir jetzt aber Pech. Was hat der jetzt hier? Windzorn. Drei, sechs und Windzorn. Das ist natürlich schon eine Hausmarke. So viele Möglichkeiten. Wir kämpfen mit richtigen Schwertern. Ausverkauft. Machen wir erstmal so. Der Kurator muss dann nächste Runde kommen. Scheiße, ich dachte, das hier wäre ein Dämon. Selbst das nicht? Kacke. Wie ätzend ist das denn? Nur angreifen, wenn ein Spieler auf dem. Wenn okay. So, und machen wir erstmal das hier. Die Menagerie ist nur für Gäste. Hä? Habe ich alles nicht im Deck oder was? Ja, geil, geil. Läuft auf jeden Fall. Ja, jetzt läuft's für uns echt scheiße. Scheiße!
Viele Karten, aber keine, die was bringen. Der hätte doch sogar zwischendurch mit der 7-7er angreifen können. Naja, dann halt nicht. Ich ziehe nochmal vor eine Karte. Kopiert die Heldenfähigkeit aus Gegners. Was soll ich mit diesen scheiß Beschwörungsportalen, Alter? Und dann noch zwei Stück davon. Was soll der Scheiß? Das ist doch der letzte. Die letzte Verarsche. So, ich gehe jetzt einfach mal aufs Ganze und hoffe, dass ich so mit diesem Board jetzt das Ding gewinnen kann. Dass er jetzt nicht... eigentlich, der Schurke hat keine Massenvernichtungskarten. Nur auf alle einen Schaden, aber das würde ihm jetzt nichts viel bringen. Von dem her hoffe ich mal, dass wir das Ding hier jetzt klar machen. Nicht angreifen. Ich kann diesen Zug wie ein gewöhnlicher Diener angreifen. Ich habe euch im Blick. Na, kann er jetzt in diesem Zug trotzdem nicht. So. Komm, jetzt holen wir uns das Ding. Was lauert in dem Tief? Mit allen unverletzten Feinden dienen dann 2 Schaden. Ach so. Ach ja, ich ziehe ja gar keine Karte mehr. Das ist voll scheiße, Mann. Egal. So. Sieg! Wieder ein Kartenchaos geschafft. Und dann wollen wir mal schauen, was wir jetzt hier Schönes in unserem Booster drin haben. Ich habe in letzter Zeit nur Scheiße gehabt immer. Sorry. Selten und golden und gewöhnlich. Wow. Amazing. Das war jetzt wieder wirklich großartig. Naja. Ich weiß nicht, habe ich noch goldene? Warte mal. Ob ich noch ein paar goldene zum Einstauben habe, frage ich mich. Ja, kannst du mal das hier wegnehmen. Und dieses hier kann ich noch entzaubern. Oh, das kann ich auch entzaubern. Nochmal 50. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich auf einmal nur noch so wenig Staub habe. Ich habe
gesündigt. Ich habe nämlich die eine Karte vom... Die kann ich auch noch. Vom Jäger mir hergestellt. Und zwar... Ruf der Wildnis. Oh, da habe ich ja noch richtig viele. So eine... Auch wenn es nur die grauen sind, aber... Staub ist Staub. Ja, das war's. Ja, Leute, das war's auch mit diesem Tavern Brawl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich sag dann erstmal, bleibt stabil und haut da rein.